Moin Moin, es ist mal wieder Zeit für einen Tag. Und zwar möchte ich heute die Fragen zum Bücher wie Süßigkeiten-Tag beantworten. Insbesondere sind das weihnachtliche Süßigkeiten, deswegen auch wieder die Mütze. Ich bin auch gerade noch rechtzeitig, denn wir haben einen Tag vor Heiligabend und zusätzlich ist es noch ein Adventssonntag. Also wie könnte es besser passen, dort einen Süßigkeiten-Tag zu drehen? Denn ja, an einem Sonntag, wo man viel Zeit hat und sich mit der Familie trifft, verdrückt man natürlich, denke ich, sehr, sehr viel Schokolade und Plätzchen. Aber wenn wir ehrlich sind, eigentlich gehen Süßigkeiten ja immer, ne? Ich wurde von der lieben Ruth vom Kanal Zwischen tausend Zeilen gefragt, ob ich diesen Tag auch drehen möchte, denn sie hat sich die Fragen selbst ausgedacht. Und zwar gerade dieses Jahr. Und ich mache sehr gerne mit, weil ich finde den Tag sehr niedlich. Auch die Fragen finde ich gut, auch wenn sie manchmal sehr schwer waren für mich, sie zu beantworten. Aber ihr werdet ja gleich sehen, welche für was ich mich entschieden habe. Wir haben 8 Fragen und zu jeder Frage ist eine Süßigkeit zugeteilt, die halt passend zur Frage ist. Aber ihr werdet gleich sehen, wie das Ganze funktioniert. Wir fangen an mit erstens dem Lebkuchen. Nenne ein Buch, das bei dir lange einen kräftigen Eindruck hinterlassen hat. Ja, da musste ich erstmal überlegen, was ist ein kräftiger Eindruck für mich? Was muss ein Buch haben, damit es einen kräftigen Eindruck hinterlassen hat? Damit ja, man sich vielleicht lange daran erinnert, wäre für mich so ein erster Punkt. Dann eventuell, dass es große Emotionen irgendwie hervorgebracht hat. Aber ich finde, dieses kräftig hat irgendwie auch noch etwas von einem Buch, was so richtig irgendwie reingehauen hat, was mich vielleicht auch überrascht hat. Und da habe ich mich letztendlich jetzt für Traumjäger und Goldpfote von Ted Williams entschieden. Wird man vielleicht nicht gleich drauf kommen, aber bei diesem Buch war ich wirklich überrascht. Denn ich habe hier eine, ja, eine Katzen-Tier-Geschichte erwartet, die vielleicht ganz niedlich und ganz lustig ist. Aber eigentlich ist das eine richtig tolle High-Fantasy-Abenteuergeschichte. Und damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Es ist für mich auch ein richtiger Geheimtipp, obwohl Ted Williams ja durchaus ein sehr bekannter Fantasy-Autor ist. Es ist sein Erstlingswerk, aber darüber wird wenig gesprochen. Außerdem ist es ein Einzelband, was ja auch in der Fantasy sehr, sehr selten ist. Hier geht es halt um ein Katzenvolk, um ein wildes Katzenvolk, bei dem Jünglinge, also Katzenjünglinge, verschwinden und sie brechen nun halt auf mit einer kleinen Gruppe oder schicken diese Gruppe los, um herauszufinden, warum das so ist. Dazu gehört aber nicht Traumjäger, denn Traumjäger hat auch seine Katzengefährtin verloren, aber er ist noch sehr, sehr jung und möchte aber trotzdem los, weil er möchte nicht untätig zurückbleiben und gerät dadurch halt selber in Gefahr. Ja, und was da alles rauskommt, damit habe ich nicht gerechnet. Hier haben wir wirklich eine eigene Katzenmythologie, eigene Katzengeschichte und auch Religion, was ich extrem toll fand. Es war sehr, sehr spannend, düster und auch brutal teilweise, was man jetzt nicht unbedingt mit einer Tiergeschichte zusammennehmen würde, erwarten würde. Es ist zwar was für Katzenfans auf jeden Fall, aber halt auch für High Fantasy und Abenteuergeschichten-Fans. Und das bin ich. Und bei mir hat das ins Schwarze getroffen. Und ich habe da wirklich nicht mit sowas gerechnet. Und obwohl dieses Buch durchaus schon lange in meinem Regal steht, was ich gelesen habe, ist schon etwas her, hat es trotzdem noch diesen kräftigen Eindruck bei mir hinterlassen, dass ich es echt toll fand, dass ich überrascht war und dass da einige starke Szenen drin waren. Und deswegen habe ich mich hier bei, ja, bei dem Lebkuchen dafür entschieden. Zweitens ist der Stollen. Nenne einen Charakter, den man nur entweder lieben oder hassen kann. Ja, also nebenbei gesagt, ich mag Stollen nicht, weil ich keine Rosinen mag. Ja, so viel dazu. Ich habe mich dabei für Vollidiot entschieden von Tommy Jaud. Ja, und irgendwie der Titel sagt das ja schon. Unser Protagonist ist wirklich ein Vollidiot. Und er ist ein Kameradenschwein. Und ja, man kann einfach nur den Kopf schütteln. Aber es ist ein extrem lustiges Buch. Und irgendwie gewinnt man ihn auch lieb. Und hofft einfach, dass er denn irgendwann mal die Kurve kriegt und sich mal berappelt. Aber man möchte ihn sehr gerne oft in den Hintern treten. Trotzdem kann man über ihn lachen. Und ja, ich denke, dass da viele sagen würden, boah, es ist einfach nur wirklich ein Vollidiot. Aber er hat auch seine guten Seiten und es gibt auch durchaus nette Szenen und er wandelt sich auch ein bisschen, obwohl man ihn natürlich nicht von vorne bis hinten ändern kann. Aber das soll man auch gar nicht. Ja.
Das Buch habe ich lange nicht in die Kamera gezeigt und ist eigentlich auch eher vom Genre her gerne gar nicht unbedingt das, was ich viel in meinem Regal habe. Aber das hat mich auf jeden Fall sehr amüsiert, das Buch. Auch der zweite Teil liest man auch sehr, sehr schnell weg. Ja, Tommy Jaud kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man humorvolle Romane lesen möchte. So, was haben wir als nächstes? Da haben wir den Vanillekipferl. Nenne ein Buch mit einem besonders guten Spannungsbogen. Und da ist mir sofort Ursula Poznanski eingefallen. Von der habe ich ja schon viele Jugendthriller und auch Erwachsenen-Thriller gelesen. Und das sind meistens sehr, sehr gute, packende Ideen und extreme Page-Turner, wie ich finde. Und da habe ich mir jetzt einfach mal exemplarisch Säkulum rausgesucht. Und ja, das habe ich auch wirklich extrem weggesuchtet. Hier geht es um einen Jungen, der ein Mädel kennenlernt, die ein besonderes Hobby hat. Und zwar hat sie, ja, LARP könnte man das nennen, Rollenspiele spielen und in diese Rollen schlüpfen. Insbesondere ins Mittelalterliche schlüpfen. Und sie wollen jetzt halt ein Wochenende verbringen in einem Waldstück und dort wirklich jegliche Technik zurücklassen und jegliche Moderne. Und er macht da nun mit, weil er sie ganz gern mag, aber ja, so richtig überzeugt davon ist er noch nicht. Als sie dort ankommen, ist auch erst noch alles gut und bringt Spaß und er gewinnt auch so sogar ein bisschen Gefallen daran. Aber dann passieren seltsame Dinge. Es verschwinden Leute, man bekommt seltsamere Nachrichten, werden irgendwo eingeritzt, man findet komische Dinge. Und sie erfahren, dass auf diesem Gebiet ein Fluch lasten soll. Und ja, dann wird irgendwann auch nicht so richtig klar, ist das jetzt Realität oder ist da irgendwas Mystisches bei? Und bis zum Ende bleibt die Spannung hoch und auch die, ja, die Auflösung, da wird sich immer drüber gestritten. Aber spannend ist es auf jeden Fall. Ich habe mich da wirklich mit sehr, sehr unterhalten gefühlt und ich bin da einfach nur durchgerauscht und gleichzeitig hätte ich aber auch Erebos zeigen können oder 5. Also da, die tun sich da nicht viel. Ich bin wirklich ein Ursula Poznanski-Fan. Jetzt fängt es langsam an zu kratzen im Hals. Das will ich nicht. Das muss jetzt noch durchhalten, die paar Fragen. Als viertens haben wir den Zimtstern. Nenne einen Charakter, der spannende Ecken und Kanten hatte. Da war ich auch lange am Überlegen und dann bin ich auf dieses Buch gestoßen und dachte, ach, das ist doch eigentlich eine gute Lösung. Und zwar Ich und die Menschen von Matt Ruff. Da geht es halt um das spannende Thema Schizophrenie, um einen jungen Mann, der halt verschiedene Persönlichkeiten halt, also multiple Persönlichkeiten und damit im Alltag zurechtkommt, indem er sich in seinem Kopf ein Haus baut und in jedem Zimmer lebt halt eine andere Persönlichkeit. Und immer wenn diese Persönlichkeit auf den Balkon geht, also rausgeht, hat sie halt Körperzeit und wird sie in die, kommt sie in den Alltag, in die Wirklichkeit mit raus und ansonsten ist sie sozusagen weggeschlossen. Und wie er damit umgeht und wie die verschiedenen Persönlichkeiten miteinander kommunizieren, ist einfach extrem cool. Und später trifft er halt hier auch noch auf ein anderes Mädchen, das ebenfalls multiple Persönlichkeiten hat, aber damit nicht so gut klarkommt und ständig ja, Wissenslücken und Erinnerungslücken hat. Und er soll ihr so ein bisschen helfen. Und wie die beiden miteinander kommunizieren, ist einfach herrlich. Ja, warum habe ich dieses Buch jetzt gerade ausgesucht? Viele Ecken und Kanten. Ich meine, jemand, der multiple Persönlichkeiten hat, wer könnte mehr Ecken und Kanten haben? Also ja, das sind einfach ja nur abgespaltene Persönlichkeiten seiner selbst. Also ist er das auch und fand ich einfach extrem toll. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr so ein bisschen was Psychologisches mögt, aber auch ein bisschen was Komisches, aber auch Tragisches. All das kombiniert dieses Buch und eben auch diese extrem interessanten Charaktere mit vielen Ecken und Kanten. Fünftens haben wir die Dominosteine. Nenne ein Buch, das viele Handlungsebenen hatte, die schließlich perfekt zusammenpassten. Da habe ich mich für das Buch von Wolfgang und Heike Holbein entschlossen. Natürlich hätte ich jetzt zum Beispiel auch einfach sowas wie Game of Thrones nehmen können, wo es extrem viele Erzählperspektiven gibt. Aber das fand ich irgendwie langweilig. Ich wollte ein bisschen was anderes. Handlungsebenen kann man ja auch irgendwie anders auslegen. Und da habe ich mich jetzt halt hier zu entschlossen. Und zwar geht es ja hier um ein Buch,
was oder das Buch, was unsere Geschichte, unser Leben aufschreibt. Egal was passiert, das wird mitgeschrieben und in ein Archiv eingeordnet. Und unsere Protagonistin gelangt irgendwann an dieses Buch und sie hat halt, oder wenn man darin rumfuscht, dann verändert man halt auch das Leben oder beziehungsweise den Alltag, die Zeit. Man kann da viele Details verändern, aber andere halt auch. Also da wird halt viel mit Details und mit Erinnerungen rumgefuscht und jedes Mal wacht sie in einer neuen Situation auf und weiß gar nicht mehr, also sie weiß gar nicht mehr, was ist jetzt real und was ist verändert worden und wo stecke ich jetzt gerade. Also jedes Mal wird sie in eine andere Situation hineingeschrieben sozusagen. Das war durchaus manchmal verwirrend, aber auch spannend und ich weiß viele Details nicht mehr, ist ja auch ein sehr, sehr dicker Brocken. Ich weiß nur, dass mich das manchmal verwirrt hat, aber auch fasziniert, dass man in ein Buch reinschreiben kann und alles irgendwie verändern. Aber sie konnte sich denn doch teilweise daran erinnern oder sie wurde immer besser darin zu sehen, was ist jetzt Wahrheit und was Lüge sozusagen. Und das sind verschiedene Handlungsebenen, könnte man ja auch irgendwie so sagen, und die sie hier halt ja, herauslesen muss oder sich erinnern muss, was Wahrheit ist und was Lüge. Sechstens, gebrannte Mandeln. Nenne einen Charakter mit harter Schale und weichem Kern oder alternativ einen, der zum Sprichwort passt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, ich fand erst harte Schale, weicher Kern irgendwie langweilig, also wollte ich mich den anderen zuwidmen. Da habe ich jetzt aber nicht so richtig jemanden gefunden, der dazu passt. Und dann bin ich schließlich doch noch auf einen Charakter gestoßen, der sehr gut zu harte Schale, weicher Kern passt und den ich hier jetzt gerne zeigen wollte. Und zwar ist das Geralt von Riva aus der Hexerreihe von Sapkowski. Hier ist das der erste Kurzgeschichtenband, der letzte Wunsch. Ja, Geralt ist natürlich ein sehr, sehr starker und von außen sehr, sehr kühler und kalter Charakter. Und bei Hexern wird ja eh immer gesagt, sie hätten keine Gefühle und wären keine echten Menschen, sondern wären eher Monster, die durch diese chemischen Substanzen, die sie geschluckt haben, um stärker zu werden, halt irgendwie ja nicht mehr menschlich sind. Aber man erfährt gerade, weil er ja nun mal unser Protagonist ist, halt auch hier einiges, das ihn doch rührt, besonders halt Yennefer oder seine Ciri, die ihn ja doch ans Herz wächst und er tut durchaus Gutes. Ja, da merkt man das denn schon. Aber er ist natürlich durchaus ein sehr, sehr, sonst sehr starker Charakter, der seine Gefühle nicht gerne zeigt. Aber ich finde, da passt das sehr gut. Ich habe mir aber auch noch einen zweiten Titel ausgesucht, den ich unbedingt zeigen wollte. Passt jetzt nicht 100%. Ich musste mir jetzt dafür die Fakten oder die Frage so ein bisschen zurechtdrehen. Aber dennoch finde ich, dass es zu diesen Gedanken passt. Es ist nicht alles so, wie es scheint von außen. Und zwar habe ich hier nochmal Dancing Jacks, den zweiten Band, Zwischenspiel rausgesucht von Robin Jarvis, einer meiner Lieblingsreihen. Musste ich mal wieder in die Kamera halten, es wurde mal wieder Zeit. Und hier spielt ein Buch, ein böses Buch, eine besondere Rolle, die Leute in einen Bann zieht und sie denken lässt, sie wären ein Charakter aus diesem Buch und die Realität wäre eigentlich nur Fake. Und hier geht es halt noch um Jugendliche, die in ein Camp geschafft werden und auch noch die diese Gehirnwäsche anheimfallen zu lassen, aber die wehren sich noch dagegen. Und wir lernen hier mehrere Jugendliche kennen, unter anderem auch ein Mädel, das halt wie so ein Püppchen aussieht. Also wirklich lange Fingernägel und lackiert, blond und sehr, sehr oberflächlich. Und man denkt, ja, das ist so dieses typische blonde Dummchen. Aber dem ist hier überhaupt nicht so. Es gibt hier eine Wende, wo ein wirklich der Mund offen steht und sie sofort ins Herz schließen lässt. Denn sie ist eine richtig tolle, starke Persönlichkeit und damit hat man nicht gerechnet. Und deswegen sage ich, es ist nicht immer alles so, wie es von außen scheint. Und deswegen passt es, finde ich, doch irgendwie auch dazu. Und außerdem musste ich mal wieder diese Reihe zeigen. Dancing Jacks ist einfach eine geniale Reihe, die ich unbedingt nochmal lesen muss. So, jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Jetzt sind mir hier meine Fragen abhanden gekommen.
aber das kriegen wir schnell wieder hin. Siebtens sind die Printen. Nenne ein Buch, an dem du dir fast die Zähne ausgebissen hast. Das ist die vorletzte Frage, weil ich habe dafür hier nämlich kein Buch liegen, weil ich das bereits aussortiert habe. Und zwar ist das Quendel von Caroline Ronnefeld. Blende ich euch hier einmal kurz ein. Ja, bei diesem Buch habe ich mir einfach tatsächlich fast die Zähne ausgebissen. Ich wollte es eigentlich fast schon abbrechen, aber es wurde einiges von geschwärmt und eigentlich fand ich die Idee auch so toll und der Beginn war auch schön und ich mochte die Charaktere, aber die Schreibweise ging einfach überhaupt nicht. Es wurde alles so in die Länge gezogen wie Kaugummi und so, als wäre man kurz vor einem Spannungsgipfel, aber da war einfach nichts Spannendes. Also warum beschreibt man das so? Mit ellenlangen Sätzen, verschachtelt bis zum geht nicht mehr und einfach nichts sagen, dass man ist einfach nicht vorangekommen und dabei mag ich stille und ruhige Bücher, aber das lag einfach in dieser Schreibweise. Ich mochte dieses Buch oder ich habe es tatsächlich zwischendurch geschüttelt, weil ich einfach vorankommen wollte. Und das war nicht nur in manchen Szenen so, es war einfach das ganze verdammte Buch lang so. Und ja, da habe ich echt fast mir die Zähne ausgebissen. Und deswegen passt das hier sehr gut in diese Frage, ist aber jetzt schon aussortiert. Also da werde ich nicht den zweiten Teil von lesen. So, und die letzte Frage ist, Spekulatius, nenne ein Buch, das du jedes Jahr wieder liest und immer noch toll findest. Ja, ich habe eigentlich kein Buch, was ich jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit wieder lese, jedenfalls nicht konsequent. Ich kann euch natürlich, wie immer, Harry Potter in die Kamera halten. Ne? Kein Tag ohne Harry Potter, wisst ihr ja. Also diese Reihe kann ich natürlich immer wieder lesen und entdecke immer wieder neue Sachen und ja, habe einfach mein Herz daran verloren und werde das auch immer wieder lesen können. Das ist, glaube ich, auch einfach die Reihe, die ich am häufigsten gelesen habe. Aber jetzt, passend zu Weihnachten, kann ich euch einfach auch eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens zeigen. Gerade jetzt wieder für gelesen in dieser wunderschön illustrierten Ausgabe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich diese Geschichte, weil sie halt schon so oft adoptiert wurde, immer wieder neu entdecke auf anderen Wegen, ob das nun als Film ist oder als Kinderbuch, was irgendwie so ein bisschen angelehnt daran ist. Also ich habe das Gefühl, ich entdecke es tatsächlich jedes Jahr nochmal auf andere Art und Weise, aber kann auch das Original immer wieder lesen. Deswegen habe ich dieses Buch auch ausgewählt und ich finde, das ist ein schöner Abschluss für diesen weihnachtlichen Tag. Deswegen passte das hier auch ganz gut rein. Jetzt bleibt es mir noch, Leute zu nominieren, die bei diesem Tag auch mitmachen können. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es ist ein Weihnachtstag und Weihnachten ist vorbei, aber ich finde, man kann auch im Januar noch gerade diese Süßigkeiten essen und dann passt es auch noch, diesen Tag zu machen. Vor allem, weil die Fragen eigentlich gar nicht weihnachtlich bezogen sind, würde ich mich freuen, wenn noch einige mitmachen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel die liebe Jenny von Jennys Lesestoff rausgesucht. Würde ich mich freuen, wenn du damit machst, oder die liebe Sarah von Bookmarkt und die liebe Isa von Etzfonk, Thorsten von Toto liest und die liebe Steffi von Lady of the Books. Da würde ich mich freuen, wenn ihr noch mitmacht. Ja, oder aber ihr habt Lust, da draußen diese Fragen zu beantworten, dann schreibt das in die Kommentare oder macht ein eigenes Video drüber. Schreibt mir auch das in die Kommentare, wenn ihr dazu ein Video gedreht hat, weil ich finde die Fragen tatsächlich auch interessant. Jetzt möchte ich euch natürlich auch noch schöne Weihnachten wünschen. Eine besinnliche, freudige Zeit mit euren Liebsten, mit euren Freunden und Familie. Nehmt euch aber auch Zeit für euch, entspannt euch, habt keinen Stress. Esst tolle, viele leckere Sachen, lasst euch beschenken, beschenkt andere, ja, genießt es einfach und dann sehen wir uns sehr, sehr entspannt und fröhlich hoffentlich denn zwischen den Jahren wieder in meinem nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao!